Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Weiter geht es hier in Agrabah, wo wir gerade hinter Jafar her sind, oder besser gesagt seiner Silhouette. Hierbei unterstützt es jetzt natürlich unser allseits bewährter fliegender Teppich, den uns Al hier freundlicherweise mal ausgeliehen hat. So, wenn wir jetzt erstmal hier uns hier auf die Silhouette zubewegen. Und er hetzt uns gleich mal herzlos auf den Hals. Ist das nicht herrlich? Aber na gut, das wird ja wohl kein großes Problem sein. Die machen wir schnell fertig. So, wo sind die jetzt? Besiege alle Herzlosen. Na, das machen wir doch glatt. Ich meine, das sind nur einfache Propellerdrohnen. Ich meine, die haben nichts drauf. Aber natürlich jetzt hier mit dem fliegenden Teppich ist es natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hier richtig zu steuern. Vor allem, weil uns jetzt hier einige Auswahlmöglichkeiten nicht so richtig hier verfügbar sind. Wie zum Beispiel jetzt meine, so, erstmal hier Vampirjäger. Mann, und das mit dem Seelenfänger ist einfach nur eine geniale Waffe, besonders wenn man Situationskommandos hier anwenden will. Nee, also was wollte ich sagen, weil einige meiner Abilities sind ja deswegen wahrscheinlich deaktiviert und da ist die Silhouette wieder. Okay, das muss ich erstmal ausprobieren, das habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig ausprobiert. Okay, Doppelsprung geht, Blocken geht auch. Aber ich kann keinen Sprint verwenden. Dafür ist ja eigentlich ja der Teppich zuständig, dass er sowieso zwischendurch eh beschleunigt. So, warte mal, schnell hinterher. So, er versucht Magie anzuwenden. Nein, das verhindern wir. Ich frage mich eigentlich, was er da gemacht hätte. Also ich habe das immer verhindert, ohne dass ich jetzt darauf abgewartet habe, was er da eigentlich tut. So, Vorsicht. Ah, verdammt, Teppich! Mann, du... Du gehst zu schaffen die Kurve, Mann! Ah, so, so, das macht er also. Okay, das haben wir also gemerkt. Er schießt Blitze, irgendwelche komischen dunklen Blitze auf uns. Das ist ja mal ganz interessant und, hallo? So. Und geschafft. Aha, okay, er macht da den Weg frei. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Es ist so, als wolle er, dass wir hierher kommen. Das riecht doch schwer nach einer Falle. So, die Herzlosen tauchen auch hier schon wieder auf. Das ist mir jetzt gerade sowas von egal. Oh. Ich bin eingeschlossen und er haut wieder ab und er hetzt wieder seine ganzen kleinen Viecher auf uns. Alter! Hält der... Ich glaube, er nimmt mich nicht ernst, wenn er mir eigentlich echt noch so einen Kleinkram immer jedes Mal entgegenschleudert. Okay, die sind natürlich schon ein bisschen interessanter. Aber auch nicht gerade die Herausforderung, ehrlich gesagt. Boah, verdammt. So, das war's. Mann, na gut, die Roten sind wirklich nervig. Und, was ist das für ein Ding? So, was ist das? Aha! Es scheint eine Art Wegweiser zu sein. So, er zeigt mir die Standorte von drei Schaltern. Die müssen wir alle auslösen. So, einen ist er ja gleich schon hier in der Nähe. Und zwar hier unten. So, und hier ist ja jetzt natürlich wichtig, je nachdem, welche Form diese Schalter immer bilden, müssen wir einen entsprechenden Zauber machen. Dieser hier ist ja auch eigentlich recht einfach zu erraten. Das ist natürlich der Feuerzauber. Natürlich muss man natürlich im richtigen Moment hier machen. Das bringt natürlich also jetzt hier nichts. Also, es müssen alle drei rot leuchten, wie jetzt hier zum Beispiel. Das habe ich jetzt natürlich auch so kurz ein bisschen vergessen, aber das macht ja nichts. Es ist ja schnell wieder
eingefallen. So, der nächste war irgendwo in einem der Durchgänge hier. Ich glaube sogar hier schon. Nein, der war es nicht. Und ihr haut mal bitte ab, ihr Säcke. Ihr stört ein wenig. Na gut, dass ich ja noch hier ein bisschen Zeit habe. So, da ist wenigstens erstmal ein Schalter. So, der sehe ich ja auch schon. Der will Blitz haben. So, erstmal mit euch aus dem Weg. Ihr stört einfach nur gewaltig. So, da wollen wir mal schauen. Blitzra. Und zack! Okay, und der letzte. Wo ist der? Also ich weiß, er war in irgendeinem der drei Durchgänge hier. Ich weiß es aber nicht mehr. Ah, da unten, da ist er doch. Na schön. Okay, und da ist auch gleich in der Nähe der... Okay, das war's. So, da muss ich ja, denke ich mal, vielleicht sogar auch ein bisschen in die richtige Richtung schießen. So, geschafft. Achte dafür auf Form und Farbe, das kennen wir alles schon. So, die Schalter sind alle aktiviert. Eine Tür öffnet sich. Aber es gibt einen kleinen Haken. Sie bleibt nur sehr kurz offen. Also schnell mit Eiltempo jetzt in die Ruine zurück. So, los geht's. So, komm schon, Teppich, gib Gas! Oh, verdammt! Ja, gut, mit dem Kurvennehmen ist er nicht so der Weltmeister, unser guter Teppich, aber naja, immerhin. Das ist schon mal nicht so weiter tragisch. Wir sind angekommen. So, geschafft. Wir sind also in der Kammer angekommen und da ist erstmal eine Kiste mit den Karten des der Ruinen. Und hier ist eine zweite große Kiste, in der ist die letzte verlorene Seite. So, das will ich mir jetzt natürlich im Item-Inventar mal schön ansehen. So, verlorene Seite mal 5. Wir haben alle beisammen. Und wie ich ja schon sagte, das werde ich dann auch eigentlich auch sofort machen. Sobald ich die Agrava beendet habe, werde ich gleich nach Hollobestien reisen und dort die, ja, die ganzen verlorenen Seiten einkleben und die ganzen Storys abschließen und Rekorde brechen. Ich denke mal, das mache ich offscreen. Das müsst ihr echt nicht sehen, weil das Spiel ist aus, Jaffa. Das ist einfach nur so ein Wiederholungsspiel. Sind wir hier auch richtig? Es war nicht meine Idee, bitte vergebt mir! Es war Jafar, er hat mich euch herlocken lassen. Ihr kennt ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Er kann sehr überzeugend sein. Er sagte, wenn ich nicht mitmache, wird er mich... Wo ist er? Komm schon, Al! Du musst mir verzeihen! Wo ist Jafar? Mal überlegen. Jetzt im Moment greift er wahrscheinlich den Palast an. Mir blieb keine Wahl. Seine Augen wurden ganz unheimlich und komisch. Spar dir das. Iago, du wolltest unser Freund sein, aber du hast ein doppeltes Spiel gespielt, um auf der Seite des Siegers zu stehen. Ich wusste, du bist der Hinterhältes. Es tut mir leid. Entschuldigungen helfen uns jetzt hier auch nicht weiter. Und das hier am allerwenigsten. Leute, ich würde mal sagen, wir hauen ab. Raus hier! So, fliehe aus den Ruinen. Oh ja, dazu gibt es ja auch noch ein nettes Minispiel. Im Prinzip ja der gleiche Ablauf, nur eben halt, dass wir da Rekorde brechen müssen. So, erwischt. Autsch. Oh, verdammt.
Ah, oh Mann. Na, so wird das ja nichts. Ich meine, hier spielt es ja jetzt gerade keine Rolle, aber wenn ich ja jetzt hier versuchen würde, Rekordjagd zu machen, das wäre unmöglich. Okay, wo sind die Nächsten? So, zack. Okay, ihr als Nächstes. Hä? Wieso stirbst du nicht? So, geht doch. So, sind wir draußen. Ich will raus. Okay, wir sind raus. Geschafft. Dich aus, Teppich. Du hast es verdient. Los, wir müssen Jafar aufhalten! Wer hat dich denn gefragt? Zum Palast geht's hier durch. Schnell! Ja, kennen wir alles, kennen wir alles. Na schön. Dann geht's also jetzt wohl hier an das Eingemachte, würde ich mal sagen. Wir müssen schnell zum Palast hin, deswegen lasse ich mich auch hier von keinem mehr ablenken oder so. Einfach schnurstracks durch. Obwohl, ich glaube, jetzt tauchen momentan sowieso keine Gegner auf. Nein, tun sie tatsächlich nicht. Das war ja so. Okay. Zeit liegt eigentlich auch noch ziemlich gut. Also den Bosskampf würde ich, denke ich mal, locker in dieser Zeit schaffen. Und falls nicht, dann überziehe ich halt ein bisschen. Ist ja auch nicht tragisch, nicht wahr? Und... ey, den Typen kennen wir doch. Der Trödler. Fragen wir ihn aus. Ihr wisst jetzt wohl über alles Bescheid, was? Man kann üble Machenschaften eben nicht auf ewig geheim halten. Wie recht ihr habt. Ich hatte mich gerade in den Palast geschlichen, um mir ein paar Schätze auszuleihen. Und als ich plötzlich diese Stimme hörte, sie sagte: Lass mich frei und du bekommst eine von mir eine noch viel größere Belohnung. Ich fragte: Wer bist du? Und die Stimme antwortete: Der wahre Sultan von Agrabah. Böse Menschen haben mich hier eingesperrt. Warum? Warum habe ich nur diese Geschichte geglaubt? Vielleicht hat Jafar mich verzaubert. Ja, das muss es gewesen sein. Und ich bin sicher, die versprochene Belohnung hätte nichts damit zu tun, richtig? Ein bisschen vielleicht. Aber Jafar hat mir letztlich nichts gegeben. Wo habt ihr dann all die Kostbarkeiten her? Von dem Mann in der schwarzen Kette natürlich. Die Organisation 13? Ich wusste es. Die Schätze waren ein Geschenk, damit ich auch niemandem von Jaffas Rückkehr erzähle. Er sagte, er würde Jaffa vernichten, indem er ihn in einen Herzlosen verwandelt. Er bestand also keinen Grund, Agrabah in Panik zu versetzen. Und das habt ihr ihm abgekauft? Ich bin ein Trödler. Und ein guter noch dazu. Ich kaufe alles, solange nur der Preis stimmt. Es wäre ein erfolgreicher Handel geworden, wenn ich nur damit durchgekommen wäre. Tolle Einstellung! Ah, musst du gerade sagen, Jago. Wie auch immer. Dann werden wir uns jetzt erstmal darum kümmern. Wir werden Jafar aufhalten. Na warte, Jafar, du wirst schon noch bekommen, was dir zusteht. Das will ich doch hoffen, Prinzessin. Ganz Agrabah wird mir gehören. Und du? Du, meine Königin, wirst an meiner Seite auf ewig Tränen vergießen. Ach, Aladdin? Dein geliebter Aladdin röchelt bestimmt gerade deinen Namen. Mit seinem letzten Atemzug. Hä? Hm?
tue ich gerade, Jafar? Du widersetzt dich mir, du nutzloser Vogel! Oh. Iago! Euch allen wird er schon bald genauso ergehen. Das glaubst auch nur du. Auch wenn Iago uns hier hintergangen hat, er war trotzdem immer noch ein Freund von uns. Und deshalb gibt es jetzt Rache. Wow! Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut! Ah, verdammt! Da macht er gleich mal hier gleich die Säule kaputt, das gibt's doch nicht! Na, warte! Ach, komm schon! Nur weil du jetzt 10 Meter groß bist und sogar noch geileres Feuerwerk drauf hast als Genie, denkst du, du hast eine Chance gegen mich? Come on! Alle mit mir erforschen! Die Welt untersteht mir! Nix da! Du kriegst jetzt mal schön was auf den Bauch, ey! Okay, ich weiß, Tiefschläge sind nicht gerade unbedingt die fairste Art und Weise, aber bei dem wirkt es eben halt nun mal sehr gut. Deswegen fliegende Fesseln und Kreiselkoller! Du sollst kotzen, Alter! Ah, schade. Limit kann ich leider in diesem Kampf leider auch nicht anwenden. Oh, verdammt, verdammt, verdammt! Oh, scheiße! Aua! Aber irgendwie tut mir das eigentlich nie so richtig weh. Na, ich denke mir eigentlich, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich für diesen Kampf eher Deckungsbrecher genutzt hätte. Egal. Wieder fliegende Fesseln und der Kreiselkoller. Lass es raus. Okay, das wird jetzt aber sowieso jetzt nicht immer so bleiben. Der wird natürlich gleich hier... Oh, verdammt, Alter. Das tut weh, Mann. Oh, Mann. Nix da. So, und schnell jetzt wieder das kleine Zipfelchen greifen und dreh dich, Ballerina, dreh dich. Und zack. Okay, jetzt ist er wieder da. Oh, verdammt, 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 verdammt. Oh. Jetzt kommt natürlich die Scheiße hier. Die mag ich ja wirklich besonders gerne. Na gut, hier heißt es eigentlich nichts weiteres als ausharren und ausweichen natürlich. Oh, verdammt. So, mit Blocken komme ich ja eigentlich ja nicht so besonders gut damit weit. Oh Mann, jetzt ist er so weit weg, ey. Okay, gut geschafft. Und wo ist jetzt das... Ah, da ist es doch. So, und zack. Ja, ja, ich weiß. Ich kenne das Gefühl auch. Boah, Mann. Und wieder die Scheiße hier. Wirst du nicht. Vorher vernichte ich dich. Boah, verdammt. Ah, Mann, au, 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 aua. Ah, jetzt komm schon, jetzt hört endlich mal auf mit der Scheiße hier. Geht doch. So, jetzt aber los hier. Und nun kommt es zum Gnadenstoß für dich. Oh, weiß ich aber noch nicht so ganz. Ich hoffe mal, ich kann ihn wirklich jetzt hier mit dem letzten Gnadenstoß verpassen. Nicht, dass er jetzt hier zwischendurch nochmal aufsteht, aber er tut's doch, der Sack. Alter! Komm schon, lass los, lass mich los. So. Was machst du da?
Ausgerechnet noch kurz vor einem HP überlebt das doch noch, aber das ist jetzt egal. Jetzt kriegt er auf die Fresse. Nimm das und zack! Und wir bekommen das Feuerelement dafür. Damit haben wir jetzt den stärksten Feuerzauber des Spiels, Feuga. Und Jafar, der tritt endlich seine wohlverdiente Reise ins Jenseits an. Nein! Wie kann das sein? Besiegt! Abermals von einem Rudel dreckige Gossenratten! Ratten können sich eben durchbeißen! That was T-Shirt. Ja, what he says. Oder so ähnlich. Ich weiß auch nicht. So wie er es gesagt hat halt. Oh. Ist das schön. Und die Lampe verschwindet natürlich auch. Du hast dich mit Jafar angelegt und mir nicht Bescheid gegeben, Al? Tut mir leid, Genie. Es ging alles so schnell. Ich wollte ein paar tolle neue Tricks zum Besten geben. Aber Hilfe! Du musst Agrabah wieder aufbauen. Schon zur Stelle! Ein Picobello Donatello Agrabah, dann sofort! Vergesst das alte Agrabah-Sand von gestern. So wie es war, bitte. Wirklich? Nicht mal blaue Dächer? Na gut. Ich weiß nicht. Also ich finde, blaue Dächer hätten ihm gut gestanden, dem guten Agrabah. Aber egal. Aber das nächste Mal baue ich auch ein paar Swimmingpools ins Stadtbild, ja? Hier war immer noch was kaputt. Egal, wir bekommen die Wunderklinge. Besitzt hohe Magiekraft und erhöht die Menge an Talern, HP und MP-Kugel, die besiegte Gegner hinterlassen. Mann, ist das geil. Und nicht nur die HP-MP-Kugeln, sondern auch die Drive-Kugeln werden dadurch ein bisschen vermehrt. Wodurch diese Waffe ein sehr gutes Trainingsutensil für die Meisterform ist, wie ich finde. Aber momentan brauchen wir sie ja dafür nicht, aber ich kann sie trotzdem schon mal anlegen. In Agrabah herrscht wieder Ordnung. Ja, danke, Leute. Und du benimmst dich gefälligst, kapiert? Klar habe ich's kapiert. Ich höre ja auf damit, den großen Otto zu markieren. Ich möchte ein guter Freund sein, so wie Genie. Aber ich bin zu nichts nütze. Was tauge ich da schon als Freund? Nein, das siehst du falsch, Jago. Freunde müssen nicht zu was Nütze sein. Die Hauptsache ist, dass man zusammen einfach Spaß hat. Darauf kommt es an. Ihr drei seht immer so aus, als hättet ihr Spaß. Genau, Leute. Meine Rede. Spaß muss sein. Aua, mein Schnabel! Donnerwetter, Jago. Das hat bestimmt wehgetan. Na ja, wenigstens kann ich noch fliegen. Leute, Goofy, pass auf! Oh, 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 verdammt! Oh, der schöne Stand! Oh, ist etwa mein Typ gefragt? Komm schon, Al! Ein paar Swimmingpools und eine Autobahn, bitte! Alles in Ordnung, keine Panik! Genie! Aber mich juckt so in den Fingern! Tut das gut! Zora, Donald, Goofy, ihr seid echt eine Wucht. Wenn ihr mal wieder Lust auf kosmisches Halligalli kriegt, gebt mir Bescheid. Ihr habt uns wieder aus der Patsche geholfen. Vergesst uns nicht, okay? Werden wir nicht. Und Zora, dieser Freund, nach dem du suchst, hast du ihn gefunden? Du findest ihn. Bestimmt. Tja. Aber wie lange wird das wohl noch dauern? Aber egal. In Agrabah herrscht wieder Ruhe. Genie lässt erstmal hier ordentliches Magiefeuerwerk los. Und wir... Tja, ich hatte jetzt erstmal vor, jetzt nach Hollowestien zu reisen und dort die verlorenen Seiten einzukleben. Aber ich denke mal, das mache ich natürlich erst im nächsten Part, Freunde. So, kommt noch irgendwas dazu? Eine Kleinigkeit jetzt wegen irgendwie, was weiß ich... Nein! Keine Meldung von den beiden Erdhörnchen? Nein. Freunde, ich sage dann mal an dieser Stelle Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Kingdom Hearts 2. Bis dann und Tschüss!